Ja, hallo allerseits und willkommen zu einer Mod für Portal 2, die da Portal Stories Mel heißt und übrigens auch noch kostenlos ist. Allerdings habe ich irgendwie den Release-Termin von dem irgendwie komplett verpeilt. Ich habe es mir zwar eigentlich aufgeschrieben gehabt, aber der Zettel ist irgendwie verschwunden. Naja, okay, würde man mein Tisch hier sehen, der so voller Zettel ist, dann würde es kein Wunder sein, warum der Zettel verschwunden ist. Bestimmt liegt er hier irgendwo. Oder auch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Ich wollte mal sagen, ich gehe mal hier rein, ne? Bevor ich hier noch irgendwelche anderen Zettel suche oder finde, die ich nicht unbedingt finden will. Jo, dann mal schön rein hier, ne? Sieht schon mal recht nett aus. Dafür, dass es vor allen Dingen eine Mod ist, ne? Huch, ist ja schnell geladen. Nett. Dann mal los, ne? Is this thing on? Yeah, okay. Greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson. And boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you, so take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life, even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're arriving into the little Michigan town of... Wait. Where are we again? Okay, so. This town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're arriving there, and you'll soon be at Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Ist das die Musik? Ist sie das? Heavy Metal, yeah! Ja. Später vielleicht, ne? Wo bin ich denn hier? Was ist denn hier so? Hm? Was? Alright, you're now arriving at Aperture Central Station. Chris, get over here. How do you spell station? Okay, think about that for a second. Okay. Does station have an extra O before the I? Alright, listen to me. Pack your things. Because you're fired! Get out of my office. Out. Yeah. Out of my office. Oh, I can't re-record this. Tja, hätte ich irgendwie eine Art Chef, bevor ich meine Videos hier machen würde? Ich glaube, hätte man schon irgendwie ungefähr 200 Mal gefeuert. Wenn nicht sogar noch öfter. Lades... Ja, okay. Ich wollte gerade Ladescreen sagen, aber das ist leider schon zu Ende gewesen. Was ist denn das hier? Ich gehe mal weiter. Now, as I said before, there's a lot we're still working on. Just watch your step on the way out, and as a reminder, Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain. Up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry, though. We haven't had an accident like that in 3 days. Sorry. Make that 3 minutes. Ja. Das hört sich ja schon mal toll an, ne? Hi.
tolle Arbeiter. Die pennen ja alle. So schwer hier gute Mitarbeiter zu finden, ey. Wo bin ich denn hier draußen? Here at Aperture Science Innovators, we love to give back to the community. So, instead of just giving back, we made our own community. Entirely made out of Aperture Science malleable concrete on top of the salt mines. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. Last thing we need is to touch up a dent in the wall because someone was too hands-on. Was ist, wenn's passiert? Bricht dann alles auseinander oder was? I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. that's not good. Anyway, just head through the door on the right to the elevator. You'll know where to go. Da? Okay. Wo ist da keiner? Ja, das ist kein Aufzug. Das könnte vielleicht ein Aufzug sein, mit viel Fantasie, aber das ist keiner. Ich glaube, ich bin falsch, oder? Bin ich schon wieder falsch gegangen? At first, I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the old salt mines down here. Give the test subjects a great view of the place. But no! The zoning boards on my beam counters said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously, though, the stairs aren't ready, so get on that stupid elevator. Scheint hier noch eine ziemlich große Baustelle hier zu sein. Funktioniert das Teil überhaupt? Ladescreen weg? Ah, Ladescreen weg. Wo soll ich da sein? Here at Aperture, we're always trying to push the boundaries of science that little bit more. That's why we're taking on this new project. When the bean counters told me not to buy a salt mine and all this science, the first thing they said was, no, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test could happen in thin air. Well, thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the You're Fired stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Introducing the Aperture Science Innovators Suspended Testing Sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys can kiss my... Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things, but they wet their pants when I threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Vault. Supi, ich bin der erste Testsubjekt. Ist ja toll. Solange GLaDOS nicht auftaucht, ist alles schön. Hoffe ich zumindest mal. Es sei denn, ich werde hier irgendwie gespalten. Denn wäre es nicht so schön, weil... Der hat ja gesagt, irgendwie... Letzter Unfall ist vor 3 Minuten passiert. Es ist nicht toll. Überhaupt nicht. Nein, nein. Ich will noch meine Arme behalten. Und meine Beine. Und mein Kopf. Und alles andere, was auch darum ist. Komm ich auch irgendwo mal an? When you get to the offices, I'll tell you a bit more. This test should be real easy for you, though. Just get inside one of the Aperture Science Innovator's short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry, though. Our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes. An hour, at most, if something goes wrong. Don't worry. We've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. Hyperschlafraum. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich da länger als nur ein paar Minuten drin sein werde, hä?
Vor allem, das ist ja eine riesen Baustelle noch. Da werde ich garantiert länger als nur ein paar Minuten drin sein. Oder ein paar Stunden. Oder ein paar Monate oder Jahre. Wow. Das ist aber mittlerweile sehr tief unter der Erde. Und noch ein Ladescreen. Immerhin gehen die schnell, die Ladescreens. Also die meisten zumindest. Wobei, bis jetzt hatte ich ja nur 4. Ja, davon waren ja die meisten, glaube ich, ne? So, as I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovator's short-term relaxation vault for a quick deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had 6 signs, boys, disappeared for soon. Sieht ja eigentlich recht schick aus hier, ne? So könnte man eine Vault irgendwie sich vorstellen in Fallout. Aber nö, die muss ja schön praktisch sein. Ich glaube, ich bin falsch, oder? Hier war doch mal wer. Warum liegt denn die Schreibmaschine hier auf dem Boden? Und da geht's nirgendwo lang? Ich wollte ja da gern vorbeigehen irgendwo, aber da ist leider keine Wand, die ein Loch drin hat. Wo man quasi... Was will ich denn jetzt hier sagen? Wo man quasi eine Tür hat. Menno. Siehste, jetzt wäre ich gefeuert geworden. Gefeuert geworden? Jetzt wäre ich zum zweiten Mal gefeuert worden. Nee, da kann ich nirgendwo rein. Und ich wäre jetzt gerade auch schon zum dritten Mal gefeuert worden, weil ich hier komplett durch die Gegend latsche ohne Sinn. Ist hier irgendwo mein Bett? Hallo? Nö, hier sind noch mehr Büroräume. Was ist denn das da vorne? Ach so. Ein Modell von solchen komischen Reagenzgläsern. Da komme ich nirgendwo hin. Da kann ich, glaube ich, auch nicht rein. Nö. Sagt mir ja die rote Lampe da oben, dass ich da rein, gar nicht rein kann. Da kann ich auch nirgendwo hin. Nö. Wer bist du denn? Ach, du bist Cave Johnson. Okay. Ich bin eine Cola. Aber wo ist denn hier ein Bett? Habe ich irgendwas verpasst? Ich. Ja, da unten ist eine. Wobei, da unten bin ich doch vorhin reingegangen, oder nicht? Hallo, ich bin hier runter. Danke. Nee, Mist. Ich komme nicht rüber. Nee, da bin ich ja gewesen. Ich glaube, ich bin da gar nicht reingegangen, oder? Nee, ich bin da nicht reingegangen. Ich depp. Don't worry, those turrets won't kill you. The safety on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy Harry lied to me. Okay. Dann ist ja gut. Hm? Ist das meine Kammer oder was? If you're hearing this message, you're at the sleeping chamber. Carolyn, is the test ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Then you're good to go. Step into the chamber and get into the bed. Our lab boys will take care of the rest. Okay. Warte mal, war Carolyn nicht hier Dingsbums? GLaDOS? Im Nachhinein? Bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Coole Videosequenz. Lass mich raten. Ich werde die nächsten 200 Jahre nicht aufwachen, richtig? Ich glaube, ich liege mit der Annahme richtig, dass ich jetzt die letzten paar Minuten nicht geschlafen... Nein, Quatsch. Dass ich länger als nur ein paar Minuten geschlafen habe, oder? Ich glaube ja.
Hui. Huch. Is this thing on? Hello? Hello? Can you hear me? Oh, right, you can't answer. I'm so sorry, astronaut, Olympian, or war hero. There was a slight problem with the test. Don't worry, though. We got shot okay. Nothing's different. Nothing's changed. Just head out of the chamber. I'll tell you a bit more out there. Okay. Super. Das waren garantiert mehr als nur ein paar Stunden. Don't worry about the heights. Had a few of my scientists make what's called long fall boots. Aperture science innovators, long fall boots. That was easier to think of than I thought. Ach, die Dinger habe ich an. Okay, dann hoffe ich mal. Ja, ich habe sie an. Sind die noch aus? Ich bin aber wirklich sehr lange nicht mehr da gewesen. Pick that yellow device up. Don't worry, it's not hazardous. I've had the scientists leave you a new device to help you. Yeah, that's right. A new test. Congratulations! Oops. Da hätte ich wohl den guten Herrn mal ausreden sollen. There's an open door nearby. Should take you out of the building. You'll need that new test to move around. Don't worry though, we built the building like this. Who? Don't worry about that. It's just a new drilling test we're doing down below. Yeah, to get the salt mines deeper, to get more testing spheres in. Yeah, that's it. Just ignore that. Okay, ich ignoriere es einfach mal. Aber was ist denn hier passiert? Muss ich da lang? Nee. Geht's hier irgendwo lang? Und man kann nicht da oben? Muss ich überhaupt hier hin? Ich habe so das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Hallo? Auf jeden Fall ist der Weg zu. So viel steht schon mal fest. Nee, da geht kein Portal dran. Da geht aber ein Portal. Wo kann ich den zweiten hinpacken? Da oben irgendwo? Nö. Hm? Nee. Bin ich blind oder blöd? Ich glaube, ich bin gerade beides, oder? Ja, ich bin wieder einmal beides. Blind und blöd. Wahrscheinlich soll ich irgendwo anders hin und ich gammel gerade hier unten rum. Wobei, hier ist ja gar nichts. Hier kann ich nirgendwo hin. Hier ist höchstens so ein oller Turm, der mich ständig anvisieren will, aber gar nichts zum Schießen hat. Sag mal, hier kann ich doch gar nichts machen. Und hier ist auch gar nichts. Ich sehe keinen Weg. Ach, oh. Ich hab doch vorhin dahin geschossen gehabt. Ups. Ja, super. Ach, ich hab wahrscheinlich darauf geschossen, kann das sein? Hallo? Ach so. Ja. Na. Na, geht doch. Welcher hab ich drauf geschossen? Ich glaube das Blaue, oder? Ja, das Blaue. Dit war der Blaue. Don't mind all this too. We just had earthquakes. Lots of earthquakes. Mhm. Yeah, you get lots of those here in Michigan. Ich glaube, das ist ein Rechner, wenn er sauer ist, oder? Hat keinen Bock mehr auf den Besitzer. These earthquakes even shook up time a bit. Some stuff from the future got here. Yeah, that's how it's here. Don't worry, it's still 1952. Adlai Stevenson is still president. Das bezweifle ich gerade sehr stark. Alright, so, the earthquakes.
Kinda did some redecorating in here. Destroyed the door too. You'll have to find another way out. Was? Schieß mich ja nicht an. Geht's hier irgendwo lang? Ach, da ist ein Hebel. Toll. Jetzt habe ich hier Geld, aber ich weiß jetzt nicht, wohin ich damit. Wohin soll ich das Zeug hinbringen? Ist doch gar nichts. Oder? Oder irre ich mich? Über die Tür. Ah, okay. Über die Tür. Na, Kugel macht Platz. Gar nicht gesehen, dass ich da über die Tür kann. Nee, war das jetzt richtig? Ich glaube, das war falsch. Richtig falsch. Will ich ja gleich sehen. Das ist richtig falsch. Ach, da unten kann ich kein Portal klatschen. Das ist blöd. Nee, ich muss das irgendwie anders machen. Ich muss ja irgendwie die Wand da so hinpacken, dass ich die... Genau hier. Genau. Kann ich schon hier hinten rankommen irgendwie? Na komm! Ah, da ist Portal dran. So, jetzt nichts wie raus hier. Und tschüss. Oh. Hau ab hier! Der schießt ja! Los, weg von hier. Oh. Das war schon kaputt. Things might look different than what you're used to, but while you were spending that little time sleeping, we had some aperture science nanomachines come in and build all this stuff. Yeah, that's it. They're quick little guys, faster than any science guy I got. Beyond that door is one of the new testing tracks. Totally, completely new. Get through it and head to the first testing sphere. I'll let you know more there. Okay. Now, I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make one stand. Da stand's gerade sogar. Verdammt. Ich glaube, da stand er das gerade da auch, oder? Um zu verhindern, dass Leute da hindurch können. Oder? Warte mal, was stand denn da? Na, sagst du jetzt nochmal? Hallo? Jetzt sagt er es nicht mehr. Och, Menno. Hätte ich mal lieber aufgepasst, was er da sagt. Dann wäre ich jetzt nicht da hinten verreckt. Was? Wo geht's denn hier lang? Ah, da unten. Nein, das ist eine dämliche Tür. Komme ich hier weg? Einmal Damenportal hin? Klar. Achso, ich kann hier hoch. Und nu? Ups, das war blöd. Ich glaube, ich soll hier irgendwie rüberklettern und dann darüber springen, kann das sein? Aber hier komme ich schon mal nicht vorbei. Das ist... Nee, das geht irgendwie nicht. Geht Crouch Jump? Nee, das geht nicht. Ach so, ich kann hier rein. Warum gehe ich nicht rein? Ist hier irgendwas? Nee. Ah, da. If you turn the power off, you can easily turn it back on. That switch isn't like the rest of them. The others trip a circuit breaker that causes an entire... I think these switches were designed for two people. Maybe your new test can help. That? Wie kann ich irgendwie gar nichts machen?
Ach so, warte mal, hier irgendwo ein Portal, oder? Genau. Wo ist denn hier jetzt? Wo war denn das jetzt? Ach so, genau, stimmt, da hinten. Ja, wieder an mit dem Strom. Lass mich durch! Lass mich durch! Lass mich durch hier! Dann halt nicht. Ach so! Dann halt so. Was habe ich gemacht? Da geht eine große Tür auf. Sonst nix? Das war jetzt aber irgendwie... Naja. Wo komme ich hier runter? Oder kann ich hier irgendwo ein Portal hinschießen? Ah, Portal. Gut. Wo bin ich hier? Nee, hier geht's nirgendwo lang. Ach, da ist eine Tür, oder? Ich kann die, glaube ich, nicht benutzen. Und hier kann ich jetzt recht nichts benutzen. Kann ich irgendwo hoch? Warte mal, ich mach mal. Nee. Hab ich doch gewusst. Hab ich doch gewusst, dass da nirgendwo vorbeigeht. Ach, aber da. Na, Licht! Licht! Hilfe! Ich bin allergisch gegen Licht. Ach so, da. Muss ich ja auch ein Portal hinpacken. Hä, so viel Licht! The new testing track is just through here. Okay. So viel Licht, ich will meine TFT-Bräune behalten. Nee, da geht's nicht lang. Ja, Tagchenvogel. Erste Kammer, okay. Oh, that's meant to happen. Just to test your, reflexes. You know, after your short sleep. Alter! Five Nights at Freddy's wollte ich erst später irgendwann spielen. Aber doch nicht jetzt. Komme ich hier... nein, das war ein... War das jetzt gut oder schlecht? Was ist denn für ein Geräusch? War das jetzt gut, dass ich hier bin, oder eher schlecht, dass ich hier bin? Ich glaube, das war gut, dass ich hier bin. Ja, das bricht auseinander. Jetzt darf es auseinanderbrechen. Ladescreen. Ah, wie schön ich da oben im Kreis rumfliegen kann. Oh, jetzt nicht mehr. Weil doch! Yay! Nice. Ist das die erste Kammer? Jupp, das ist die erste Kammer. Cool. Ich bin in der ersten Kammer. Aber die mache ich nicht jetzt. Ich würde mal sagen, die mache ich dann ja morgen dann, ne? Irgendwie erinnert mich diese Mod an irgendeine Map, die ich mal gespielt habe. Ich weiß nicht mehr an welche. Naja, egal. Ich mache hier morgen weiter, demzufolge aber auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.